So, ich brauche jetzt den Topf noch einmal. Wieder mit Bomben arbeiten. Ist aber kein schweres Rätsel. Und hier ist der Schlüssel. Und nur wegen dem sind wir jetzt in diesen kompletten Stock gegangen. Starb. So, alle tot. Schieben wir hier die so hoch und weiter geht's. Das heißt, weiter müssen wir jetzt wieder zurück. Komplett raus hier. Also nochmal durch den Raum mit den ganz vielen Monstern. So, das muss ich irgendwie versuchen. So, der eine klebt schon mal an der Backe. So, und jetzt wird's wieder eng. Donner! Yes! Das ist komisch. Gegen die ist Donner sehr effektiv, aber die sind selber Donner. Das ist auch so eine... Oh, fuck! Auch so eine Erklärung, die irgendwie total sinnlos ist. Sie sind den Donner anfällig, sind aber selber Donner. Das überhaupt nicht. Was ist denn bitte gegen Donner anfällig? Donnerschelte? Ey, bei dir hakt mir so einen überzubraten. Bei dir Eumel im Kopf. Bei dir Eier zum Wollen im Kopf. Sacke. Der hat gesessen und tot. So, jetzt sind wir hier. Oh fuck. Zack. Zack. Es kann auch passieren, dass diese Zyklopen bei der Donnerbestie dabei sind. Zumindest einer. Das ist scheiße. Erst einmal drei komischen Pistolen hier platt machen. Ja, doch nichts drauf. Nee, die sind überhaupt nicht gefährlich. Oh. So. Bin raus und jetzt gehen wir hier hoch. Wie? Noch eine? Nee, stimmt. Ich dachte schon gerade. So, und das da oben sind die letzten beiden. Geht so weg da vor der Tür, ey. Ich brate euch so derbs an, wieder. Ja, mach doch Donner auf uns zurück. Yeah, jetzt machen wir einen puren Donnerkampf. Aua. Aua. Du bist ein kleiner Wichser. Nimm das. Donner. Tod. Ich will geheilt werden.
Stimmt, hier hinten gibt es ja nur einen Speicherpunkt. Aber ich will nicht speichern, ich will geheilt werden. Muss ich wieder mal selber heilen. So. Gut ist. Yippie! Sind tot! So. Hier raus. Oh. Hier rein. Tunnelwald, fünfter Stock. Iris. Ich bin hier, Iris. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle für Maxim echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde. Zuerst möchte ich wissen, was du Maxim fragen wolltest. Was Maxim für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Maxim sind echt. Maxim, wie steht es mit dir? Wollen wir reingehen, Selan? Ja. Tür auf. Jetzt gehen wir rein. Warum schiebst du die beiden in diese Richtung? Wer bist du? Ich bin Altair. Du bist ein Elf, nicht wahr? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Pum, 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 pum. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Du hast etliche Aufgaben. Erst mein Schicksal zu bestimmen und so ein Blödsinn. Dann bist du eine Seherin. Das ist also der Spiegel der Wahrheit. Oh. Maxim, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selan, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat. Das. Es ist witzig. Ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Selan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Maxim. Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen. Du hattest recht. Ich hätte mein Vertrauen an dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als diesen mickrigen Spiegel. Selan. Lass uns zurückgehen, Maxim. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich euch störe, aber es sind Monster am Anmarsch. Kommt schnell zurück. Ja, sie sehen sich. Was hat Iris in der Tat gemacht? Oh fuck. Drei Drachen. Ja, und dann kommt sowas bei raus. Oder? Das ist doch nicht wahr. Finsternis. Eigentlich könnten die auch alle mit Fündigkeit machen. Aber ich bin ja kreativ. Fick dich! Du auch! Die Attacke ist scheiße! Das macht wie immer auf einen. Nee, doch auf alle. Selan tot. Oh, Selan lebt. Götterschlag. Tot. Schock. Ja, die können uns ordentlich zusetzen. Aber sie sind tot. Götterfrucht. Das war ja einfach. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Der kann wohl nicht mehr benutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist jetzt mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiegel gesehen? Wir haben uns anders überlegt. Klar, Maxim? Genau. Schade. Wo wir gerade bei Spiegeln sind. Iris. Ich sehe Iris gar nicht mehr. Stimmt, wo ist sie? Wo ist sie? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ach ja, du weißt ja nicht. Das weißt du ja nicht. Sie ist sehr stark und hat mächtige Zauber. Aber Monster können ihr nichts anhaben. Tatsächlich? Sind ihre Zauber wirklich so stark? Sie ist irgendwie seltsam. Sie taucht ganz plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg. Lass uns in das Dorf zurückgehen. Ja. Die beiden scheinen sich noch näher gekommen zu sein.
Nein, sie waren schon immer so nah. Tür zu. Oh, da ist die blöde Kuh. Meine Mission ist beendet. Sie heilt. Den Spiegel. Sie kann zurück. Nur wenn einer von ihnen nicht mehr ist, werden wir die anderen erfahren. Du bist gar nicht grünhaarig. Es ist nicht so arrogant wieder. Du bist blauhaarig. Toll. Mann. Das ist doch öde.